Hier ist Dagmar. Dagmar ist 47. Hallo Dagmar. Hallo. Dagmar, hallo Domian. Ja, du machst bitte den Fernseher, den Ton ganz weg. Und vom Radio. Ja. So. Um was geht's denn bei dir, Dagmar? Ja, ich habe einen ganz, ganz lieben Freund verloren. Ja. Wann ist das passiert? Gestern. Ja. Und was ist er gestorben? Ist es ein Unfall gewesen oder ist es eine Krankheit gewesen? Er hat sich umgebracht. Was für ein Verhältnis hattest du zu ihm? War es, Anfänglich ein ganz lockeres, gutes Verhältnis. Ein gutes freundschaftliches Verhältnis? Ja, ein bisschen tiefer. Aber ihr wart kein Paar miteinander? Schon. Ach, das auch? Ja. Wie lange? Schon? Ja, gute 2 Monate. Ach, länger kanntet ihr euch noch gar nicht? Nein. Mhm. Im Endeffekt sage ich mal, wir haben uns gesucht und gefunden. Also hast du dich verliebt in den Mann? Ja. Er sich in dich auch? Das weiß ich eben nicht. Wie hat er sich das Leben genommen? Er hat sich schon zugeschmissen. Hm. Aber vorher hat er seinen Sohn umgebracht. Seinen Sohn umgebracht? Ja. Wie alt ist denn das Kind gewesen? 16, 17. Das ist vor 2 Tagen passiert. Und gestern. Gestern. Hm? Das habe ich heute Nachmittag erst erfahren. Durch Nachbarn. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Sonntag. 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 Wir waren von Samstag auf Sonntag zusammen. Haben noch gemütlich gefrühstückt. In welchem Bundesland ist das passiert? Hier in Nordrhein-Westfalen? Ja. Ist dir da irgendetwas aufgefallen an ihm am Sonntag? Wenn mir irgendwas aufgefallen wäre, hätte ich vielleicht eingegriffen. Naja. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, er hat Montag habe ich gearbeitet. Ich bin in der Gastronomie. War etwas früher zu Hause, habe ihn angemailt, weil wir mailen immer nur, dass ich schon zu Hause bin. Er wollte zu mir nach Hause kommen. Aber, wie soll ich dir sagen, ich gehöre noch zu diesem, ich habe meine Prinzipien. Ja? Also, sagen wir mal, dir ist nichts aufgefallen beim letzten Zusammensein. Er hat dir auch nichts hinterlassen, dass du eine Ahnung hast, was da los war. Nein. Er hat seinen Sohn umgebracht. Das ist ja unfassbar schlimm. Er hat seinen Sohn über alles geliebt. Das wollte ich gerade fragen. Wie war sein Verhältnis zu dem Kind? Gut. Wunderbar. Hast du den Sohn auch mal kennengelernt? Er hat seinen Sohn vor unsere Beziehung gestellt. Hast du den Sohn auch mal kennengelernt? Der Sohn kennt mich nicht. Ich kenn ihn. Ja. Ja. Wie hat er den Sohn umgebracht? Er hat den Sohn nach den Zeitungen mit einem Messer im Rücken gestochen. Unfassbar. Unfassbar. Nur, was ich nicht begreife, wo ich mir meine Vorwürfe mache, er hat mich von Montag auf diese Nacht, haben wir noch gemailt, er wollte zu mir nach Hause kommen. Nur, Und du wolltest das nicht? Nein, ich habe meine Prinzipien. Ich habe gesagt, bei mir kommt kein Mann in die Wohnung. Ja. Nicht solange ich nicht 100% weiß. Ja. Das heißt, ihr habt auch noch gar nicht miteinander geschlafen gehabt bisher? Doch. Doch, das schon. Ja. Aber nicht bei dir in der Wohnung? Nein. Okay. Wir haben uns alle 14 Tage bei ihm getroffen. So. Wenn der Sohn bei seiner Mutter war. Ja, aber du wolltest nicht, dass er zu dir in die Wohnung kommt, weil es dann darauf hinaus gelaufen wäre, vielleicht miteinander zu schlafen. Das wolltest du einfach noch nicht in deiner Wohnung. Bei mir in der Wohnung? Nein, wollte ich nicht. Und jetzt machst du dir Vorwürfe, hätte ich ihn mal kommen lassen. Ja. Sag mal, ich will dir mal sagen, das sage ich dir jetzt mal gleich ganz spontan.
die Sache ist, erst zwei, ihr kennt euch, und dieses Kennen sage ich in dicken Anführungszeichen, ihr kennt euch erst 2 Monate. Wie alt ist der Mann geworden? 49. In 2 Monaten lernst du keinen Menschen kennen. Nein, sicher nicht. Und du hättest auch, wenn sich so eine schlimme Tat in dem vorbereitet hat, und es hat sich vorbereitet in dem, davon hättest du ihn auch nicht abgehalten, wenn du ihn die eine Nacht hättest zu dir kommen lassen. Ich weiß es doch nicht. Ich bin ganz sicher. Glaub's mir. Ich will dich nicht plump trösten. Ich bin ganz sicher. Ich kann verstehen, dass du das jetzt irgendwie so denkst. Aber da muss ja in diesem Mann ein Abgrund gewesen sein, eine Tragödie, dass der so etwas tut. Das hättest du mit einmal bei dir übernachten lassen nicht auffangen können. Und wenn der hätte sprechen wollen bei dir, hätte er irgendwann vorige Woche schon gesprochen. Ich glaube das ganz sicher. Du bist zusätzlich ein Opfer von dieser Geschichte geworden. Weil du dir ein schlechtes Gewissen machst und das brauchst du dir nicht zu machen. Das sage ich wirklich. Aber er hat mir so viel Mut für mein Leben gemacht. Mhm. Weil ich habe so viel Scheiße erlebt. Mhm. Ja, das ist das Schlimme, dass er dich jetzt so, dich auch noch so verletzt zurücklässt und dir so etwas antut. Das ist natürlich unfassbar alles. Das Kind zu töten, dich völlig hilflos dort sitzen zu lassen. Du wirst jetzt schon die letzten Stunden wie wahnsinnig wahrscheinlich drüber nachgedacht haben. Hast du irgendeine Spekulation, was es sein könnte? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sein Sohn vielleicht, weil der ist am Montag von seiner Mutter zurückgekommen. Ich weiß, dass er sozusagen eine Abneigung hatte gegen Alkohol. Der Sohn? Nein. Dein ehemaliger Freund? Der Vater. Der Vater, ja. Und ich weiß, dass die Mutter alkoholabhängig gewesen ist. Mhm. Ich habe nur eine kleine Vermutung, dass der Sohn vielleicht zu seiner Mutter zurück wollte. Und dass er sowas gemacht hat. Und dann, dass er durchgedreht ist. Ja. Mhm. Ich kann es nicht begreifen. Bei all dem Schock und dem Unglück, empfindest du nicht auch großen Widerwillen und Zorn auf diesen Mann? Nein. Aber er hat ein Kind getötet. Ja gut, aber auf der anderen Seite weiß ich nicht. Er hat mich in der Nacht noch angerufen. Mhm. Er wollte zu mir kommen und ich habe ihn abgewiesen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich schuld bin daran. Ich bin 100%ig sicher, dass du nicht schuld bist daran. Es war ein erwachsener Mann. Wenn dieser Mann in einer großen seelischen Not gewesen wäre, hätte er irgendwo anrufen können bei der Telefonseelsorge. Nein, dafür war er zu stolz. So, aber wenn er plant, sein Kind umzubringen. Oh mein Gott. Ich weiß im Moment nicht, wann er seinen Sohn umgebracht hat. Mhm. Ich weiß nur, er hat mich angerufen in der Nacht. Mhm. Er wollte zu mir kommen. Ich habe ihn abgewiesen. Mhm. Und die letzte Mail, die ich von ihm gekriegt habe, war kurz vor seinem Tod. Mhm. Was stand in der Mail drin? Dass ich ihn nicht mehr anrufen sollte. Da stand nichts von ich liebe dich oder irgend sowas? Nein. Mhm. Nur ruf mich nicht mehr an? Ja. Mhm. Und da war er schon auf dem Weg zum Bahnhof. Weißt du, es ist in so vieler Hinsicht schlimm, was dieser Mann gemacht hat. Er hat einen Menschen getötet, einen jungen Menschen. Er hat diesen Fahrer des Zuges auch mit in ein großes Unglück gestürzt. Genau, und mich auch. Und dich auch. Sodass sich mein Mitleid etwas in Grenzen hält, muss ich dir sagen, diesem Mann gegenüber. Bei allem Respekt vor seinen Problemen, aber es ist ein Mörder. Es ist ein Mörder, so muss man es sehen. Und ich glaube, bitte Dagmar, ich sage das wirklich aus vollster Überzeugung, dass aufgrund dessen, dass ihr euch so wenig erst kanntet, du das nicht hättest verhindern können. Wenn dieses in ihm schon sich im Unterbewusstsein vorbereitet hat oder wenn das sich angebahnt hat, dann hättest du es nicht. Du hättest es nicht aufhalten können. Nie im Leben. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Die Zeitungen, du sagst, die Zeitungen schreiben, spekulieren die Zeitungen, warum er den Jungen umgebracht hat?
Ja. Was schreiben die? Das hast du gerade gesagt? Die wissen das nicht. Sie wissen es auch nicht. Ich kann mir auch kein Bild davon machen. Mhm. Entweder, ich weiß es nicht. Entweder wollte der Sohn wieder zu seiner Mutter zurück und das soll sich akzeptieren. Ich weiß es nicht. Oder er hat meine Zurückweisung nicht akzeptiert. Ich weiß es nicht. Ich habe nur irgendwo ein. Aber schau mal, du hast ihn doch nicht. Du hast ihn doch in dem Sinne gar nicht zurückgewiesen. Du hast ja, nur, ja, aber du hast ja nur gesagt, dass du nicht möchtest, dass er an dem Abend zu dir kommt. Du hast ja nicht deine Freundschaft. Wir wohnen zwei Häuser nebeneinander. Ja, aber du hast ja nicht deine Freundschaft aufgekündigt. Du hast ja einfach nur nicht gewollt, dass er an dem Abend kommt. Das muss man ja verstehen. Deshalb macht man das ja sowieso nicht. Und ich wiederhole es nochmal, dass du mit Sicherheit ihn nicht davon hättest abhalten können. So, aber ich verstehe das, dass man natürlich solche Gedanken macht und sich solche Vorwürfe macht. Würde wahrscheinlich jeder von uns machen. Und du bist ja sehr, sehr, sehr gerade sehr traurig und sehr, sehr durch den Wind. Ich möchte, dass wir jetzt in Ruhe mit dir reden können, außerhalb dieser Sendung. Das heißt, du legst auf und wir, mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Und dann sprecht ihr beide in Ruhe weiter, wie es jetzt auch mit dir weitergehen soll. Okay? Okay. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen und alles Liebe. Danke, Domian. Tschüss. Ciao.